Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Bomb. Ja, diesmal in einer anderen Welt und auch etwas anders aufgebaut. Wie ihr seht, steht hier ein großes Boom. Die Lampe, besser gesagt, das Schiff fängt an zu leuchten, wenn das TNT anfängt zu zünden. Das heißt, wenn das Schild leuchtet, geht das TNT hoch. Und ich hoffe, euch stört es jetzt nicht, dass ich das hier hinten nicht zugemacht habe, sondern offen gelassen habe. Und ja, die TNT-Bombe habe ich diesmal so tief wie möglich gebaut in den Boden hinein, indem ich einfach hoffe, dass dass das Loch tief wird. Ja, dann seht ihr hier auch eine lange Zündschnur. Die leuchtet ebenfalls, wenn es gezündet wird, fängt sie auch in Abschnitten an zu leuchten. Ja, dann gehen wir mal hinter zum Schalter. Ja, diesmal ist es kein Haus, sondern nur eine Vorrichtung. Ja, und dann fange ich mal an zu zünden und ich hoffe, man sieht das Schild dann auch. So. Los geht's. Ja. Und ich glaube, das Schild leuchtet. Ja, das Schild leuchtet jetzt. Und ich weiß es nicht, ob der jetzt gezündet hat. Also ist im vollen Gange. Wie ihr seht, leuchtet das Schild immer noch. Das heißt, er hat noch nicht geladen. Ja. Wie ihr seht, habe ich ja hier schon mal etwas rum experimentiert. So. Das Schild hat aufgehört zu leuchten. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, mal hier hinter. Tja. Und das Loch ist tiefer, wie ich gedacht hatte. Gut. Ja. Ja. Dann hoffe ich, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein Tutorial machen, wie man so ein Schild baut, obwohl ihr das ja auch, glaube ich, alleine hinbekommen müsstet. Ja, dann, wie schon gesagt, hoffe ich, es hat euch gefallen. Der Krater ist jetzt diesmal nicht vom Volumen her um Umkreis, sondern eher in die Tiefe. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked, oder wenn es nicht, dann eben Daumen nach unten. Oder ihr schreibt in die Comments, was ich besser machen könnte. Ja, und dann hoffe ich, ihr seid auch im nächsten Video mit dabei. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.